Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück hier bei Ocarina of Time 3D im Feuertempel, noch vor dem Waldtempel. Und ja, das geht, das werde ich euch beweisen, dass das möglich ist, den ganzen Feuertempel noch vor dem Waldtempel zu machen, weil wir den Bogen eigentlich nicht wirklich brauchen. Und vor allem habe ich ja schon das Picoron-Schwert. Noch bevor ich überhaupt einen Tempel mache, habe ich mir schon das Picoron-Schwert besorgt, weil das auch geht. So, das Einzige, was ich am letzten Part noch gemacht habe, ist, den Tempel habe ich halt betreten, hier den Feuertempel, und da drüben, in dem Raum, habe ich Darunia getroffen, der dann hinter der Boss-Tür verschwunden ist, ohne dass er den Master-Schlüssel besessen hat, hat er trotzdem irgendwie die Tür aufbekommen, total unlogisch. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Schlüssel und jetzt geht's hier mal weiter, weil woanders geht's eh nicht lang. So. Und natürlich in meiner schönen, coolen, oder eher heißen, Goron-Rüstung in Rot. Weil hier drin würden wir es zum Beispiel ohne Goron-Rüstung nicht lange aushalten in der ganzen Lava. So, jetzt haben wir hier einen riesigen Raum mit vielen Feuerflatterern. Jetzt kann ich mich entscheiden, zuerst nach links oder nach rechts zu gehen. Ich gehe erstmal to the left. Muss sowieso auf beide Seiten rüber hier, also, weil wir jetzt hier ganz viele Goronen befreien müssen. Die wurden alle eingesperrt von Ganondorf in solche Gefängniszellen. Sind über den ganzen Tempel verteilt und die sollen wir halt retten. Hat uns Darunia drum gebeten und hallo, wir haben ja Blutsbruderschaft geschlossen, also da können wir ja nicht nein sagen. So, hier ist der nächste. Und vor allem geben die uns immer so ein paar Tipps, wie wir hier im Tempel vorankommen. Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Danke, lass mich dein Geheimnis anvertrauen. Wenn du dir mit den Blumen der Goron zerstören kannst, klingt anders, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Ja moin. Ist doch ein netter Tipp hier. So, zack, bumm und kleiner Schlüssel. Sehr gut. Ja, also er wollte jetzt eigentlich nur sagen, dass sprengbare Wände tatsächlich anders klingen. Die klingen nämlich hohl, wenn wir mit dem Schwert dagegen schlagen. Machen die ein anderes Geräusch. So. Und übrigens, jetzt haben wir hier oben ja wieder so einen Zeitblock, also. Müssen wir jetzt hier wieder... Ne, warte mal, ich... Ganz genau so. Jetzt komme ich nämlich zu der Tür da oben auch noch hin. Denn hier gibt es nur diesen einen Raum mit einer goldenen Skulptur und Bodenfliesen, die mich angreifen. So, kann ich schön mit dem Schwert zerstören, da brauche ich auch nicht extra mit dem Schild blocken. Und ein Raubschlamm ist auch wieder da. So. Der Raubschlamm könnte mir sogar nicht nur den Hylia-Schild, sondern auch die Goron-Rüstung klauen, wenn er mich irgendwie erwischt. Aber das kann der knicken. So, und stirb! So. Ist nur blöd, ich habe jetzt schon die Geldbörse mit 500 Rubinen voll. Ja, was soll's. So, hier, zack! Unsere erste Skulte im Feuertempel. Sehr schön, natürlich gibt es hier auch wieder ein paar. In jedem Dungeon gibt es Skulturas. Also auch im Feuertempel. So. Ja, ich habe mir gedacht, einfach mal der Abwechslung halber mache ich die Tempel jetzt mal in einer etwas anderen Reihenfolge. So, zuerst wollte ich ja den Wassertempel als erstes machen, aber das geht eigentlich ja gar nicht. Weil für den Wassertempel brauchst du ja den Bogen zwingend. Und deswegen hätte ich dann wieder den Waldtempel als erstes machen müssen, aber den Waldtempel mache ich ja immer als erstes. Und deswegen dachte ich mir so, nee, komm, dann mache ich mal ausnahmsweise den Feuertempel als erstes. Und hier bin ich. Hier bin ich nun. So, wir könnten jetzt schon mit dem einen Schlüssel hier die Tür auf... machen. Das war jetzt fies. Die habe ich nicht kommen sehen. Wir könnten hier jetzt schon weiter, aber ich weiß, dass wir noch einen zweiten Schlüssel brauchen. Und wir waren ja noch nicht hier drüben auf der anderen Seite. So. Hier können wir das gleich mal testen. Den Tipp vom Goronen. Das ist hier so eine sprengbare Wand. Also, normal klingt eine Wand so. Aber eine sprengbare Wand klingt so. Ganz anderes Geräusch. Also, Bombe. So, Abstand und boom! Genial! So, und hier haben wir gleich den nächsten Goronen. Aufstehen, es gibt Frühstück.
Ja, was? Frühstück? Nee, verarscht. Gibt kein Frühstück. Oh, die Kleine, du hast mich verarscht. Hier, kein Frühstück? Na, ich sag trotzdem danke. So, nee, verrat dir wieder was. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Kron kann dir dabei behilflich sein. So, dankeschön für den Tipp und für den Schlüssel. Jetzt haben wir zwei. Und jetzt kommen wir wieder weiter. Ich kenne ja die ganzen Tempel schon in- und auswendig, ich weiß, aber es macht immer noch Spaß. Immer noch. Auch nach über 20 Jahren. Also, was heißt über? Eigentlich genau 20 Jahre, weil älter als 20 Jahre ist Ocarina of Time jetzt auch noch nicht, aber ich meine ja nur. Selbst nach 20 Jahren macht dieses Spiel immer noch so viel Spaß. Wobei das Remake noch nicht so alt ist, es ist von 2011, aber das ist auch schon wieder einige Jahre her. Boah. Also 7, um genau zu sein. Wow. Ja, moin. Feuerstrahl aus dem Boden, man kennt ihn. Jetzt geht's erstmal hier oben rauf, auf dem Zaun. Muss mal vorsichtig hier oben hin. Hier sind auch wieder Fledermäuse und stirbt. So. Oh, kleines Herzchen. So, und jetzt verschieben wir diesen Block. Und da frage ich mich auch von der Logik her, wie das endlich jetzt funktionieren kann, was wir hier gerade machen. Wir schieben diesen fetten Steinblock ganz da nach unten. So, und jetzt Achtung, der Feuerstrahl ist so stark, dass er den Block nach oben befördert. Wie geht denn das? Eine Flamme kann einen Steinblock nach oben schießen? Der ist innen nicht mal hohl, der Block. Also, wie geht das? So, und hier brauchen wir Schlüssel Nummer 2. Ja, ja, ja. So mag ich das. Ja, vor allem die Türen sind selber auch aus Stahl, weil Holztüren würden wahrscheinlich verbrennen bei der Hitze hier drin oder was weiß ich. Warum? Es sieht doch irgendwie mehr nach einem Gefängnis aus, weil ja die Goronen auch eingesperrt sind. Sehen sogar die Türen wie Gefängnistüren aus. Das ist ja heftig. So, damals auch ein Goronen. Das Blöde ist nur, ihr seht, der schaut jetzt auf der anderen Seite. Und er ist voll. Ja, bitte, bitte frisch mich nicht, weil du mich frisst, wird ja ganz schlecht werden. Du würdest es bereuen, dann kriegst du einen fetten Durchfall. Na, das will aber keiner. So. Und neue Gegner, Leute. Ziemlich eklige Laberschnecken, besser gesagt Laberschleim. Der Laberschleim kriege ich da ran. Wenn du das Feuer so einen Rücken löscht, lässt und zerstören, bevor es sich wieder entflammt. Zack. Und stirbt. So, mit dem Pikerunschwert kein Problem. Aber jetzt, eigentlich ist es ja auch ein bisschen lächerlich, ja? Das Masterschwert ist eine legendäre Klinge mit der Kraft, das Böse zu besiegen. Und dann gibt es einfach so einen mega krass riesigen Goron. Der schmiedet einfach mal ein Schwert, das stärker ist als das Master-Schwert. Also von der reinen Angriffskraft her, ne? Weil es einfach doppelt so stark ist. Und das ist fast schon ein bisschen lächerlich. Weil ich meine, das Master-Schwert ist aus alten Sagen und Legenden bekannt. Das wurde von den Göttern selbst geschmiedet. Oder besser gesagt, wer Skyward Sword gespielt hat, weiß, wo das Master-Schwert entstanden ist. War ursprünglich mal das Schwert der Göttin, wurde mit drei göttlichen Flammen darin gereinigt und hat sich nach und nach zum Master-Schwert transformiert und... dann kommt hier so ein Goronen und so, ja, guck mal, ich schmied dir hier mal so einen Zweihänder und dann ist der besser als das Masterschwert. Natürlich. Soll meinetwegen so sein. So. Hier gibt es jetzt auch einen coolen Trick, weil hier nämlich ein kleines Feuer brennt hier oben. Somit könnten wir jetzt nicht da raufklettern, aber der Kristallschalter ist hier unten. Aber was machen wir? Ganz einfach, wir stellen uns ungefähr hier hin. Und lassen die Bombe direkt hier runterfallen. Dann wird der Kristallschalter zeitverzögert aktiviert. Jawoll. So. Ganz schnell rauf, weil das Feuer gleich wieder angeht. Ich finde das so schön, auf dem 3DS klettert links so viel schneller. Das ist so geil. Auf der N64 voll lahm. Noch richtig langsam. So, und ui, jetzt kommt eigentlich der fetteste Raum von allen. Der größte Raum. Ach du Scheiße. So, oh, 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 oh. So. Der Raum ist so groß, dass er sich über zwei Ebenen erstreckt, aber oben können wir jetzt noch nicht lang. So. Aha, aha. Sprengbare Wand, ich kenn's noch immer. Wow! Skulptula und Schlitz! Sehr schön. Ja, wow, wow, wow. Ja, jetzt sind überall diese Felsen. Wie können die wieder rollen, obwohl hier der Boden flach ist? Geht gar nicht. Unlogisch, hoch 10. Es ist ein komplett flacher Boden, ja? Da ist noch nicht mal irgendeine Neigung, eine Ansteigung, irgendeine Erhöhung im Boden, wo man sagen könnte, ja, da
wurden die jetzt mal angeschubst, diese Felsen? Also wie können die eigenständig rollen? Haben die ein eigenes Leben? Können die eigenständig sich bewegen? Keine Ahnung. So, egal. Jetzt haben wir hier wieder... Moment mal. Ja, doch. Natürlich, hier. Der nächste Krone. So, raus aus den Federn. Ja, du kannst deine Hüte cool machen, ne? Das, ja, hast du Feuer gefangen, so schwinge dein Schwert, dann roll ich über den Boden, so löscht es schneller. Ich hab noch eine Idee, spring einfach in einen See. Da bist du auf jeden Fall auch gelöscht. So, ist natürlich jetzt hier im Feuertempel ein bisschen Essig mit Wasser. Gibt's nämlich keins. Nee, aber der Trick funktioniert schon. Also rollst du dich über Bohnen oder das Schwert ziehen, dann... Ja, dann geht das auch. So, hier geht's dann auch gleich weiter, aber hier irgendwo unten ist noch ein weiterer Corona, was ich weiß. Irgendwo hier hinten. Wo steckst du, Freundchen? Wo bist du denn? Ah, da ist er ja. So. Arschloch. Was soll... Die sollen echt nur... den Spieler nerven, diese riesigen Felsen. So, hier, da ist er. Habe ich dich gefunden? Ja, und dort oben haben wir gleich den nächsten, aber da kommen wir gleich hin. Du spielst Feuertempel von Waldtempel, ist ja cool, Mann. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Ruhm, kannst du sie zerschmettern. Ja. Das wird sich alles schön gemerkt. Und noch ein Schlüssel. So, und jetzt muss ich irgendwie wieder zu der Tür von vorhin, gerade wie ich gesehen habe. Es sind so viele von diesen Felsen und... Alter! Langsam nervt's. So. Jetzt geht's weiter, Leute. So, hier. Auf! Und hier hätten wir jetzt eigentlich einen Augenschalter, für den wir ja den Bogen brauchen, weil sonst die Tür nicht aufgeht. Aber, Leute. Diese Tür ist nur ein Rückweg. Und von der anderen Seite ist die nicht verschlossen. Und jetzt werde ich euch zeigen, dass wir hier den Bogen eigentlich gar nicht brauchen, indem ich einfach jetzt hier weitergehe durch diese Tür, ganz normal mit dem Schlüssel. So. Dann sind wir erstmal hier. Richtig viel Laber wieder. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, denn... Random Feuerbahn. Scheiße. So, da drüben kommen wir doch nicht hin, weil uns wieder ein Schlüssel fehlt. Ups. Also laufen wir erstmal auf die andere Seite des Raumes, bevor wir hier abgefackelt werden. So. Und schwupps. So. Hier oben kriegt mich das Feuer wenigstens nicht. Und jetzt gibt es hier den Trick. Hier unten ist nämlich die Truhe mit der Karte. Und normalerweise müssten wir ja durch die Tür mit dem Augenschalter durchgehen, aber Link ist ja so groß jetzt als Erwachsener, der kann sich hier an dem Zaun einfach hochziehen und hier reinspringen. Und dann kommt er auch so an die Truhe ran. Richtig geil. Und da haben wir die Map. Super. So. Ne? Ganz einfach. Ganz ohne Bogen. Was war das denn jetzt? Okay, Feuer war noch nicht aus. Sag mal. Willst du mich jetzt verarschen? Na egal, komm. Jetzt gehen wir aber hier. So. Na, Alter! Ich will hier raus. So, das ist jetzt hier die Tür. Und ich bin wieder draußen. Genial. So. Ja, und hier sollte man nicht runterfallen, weil sonst landen wir wieder in dem Raum mit der Hängebrücke da unten. Dem großen Raum. Ein paar Mal kann man hier nämlich abstürzen an gewissen Stellen. Das ist nicht so cool. Muss man den ganzen Weg wieder nach oben latschen. So. Ihr habt gesehen, das ist nämlich die einzige Stelle, wo man theoretisch den Bogen brauchen würde. Und da gibt es eben diesen Trick, dass man da einfach über den Zaun springt. In dem Fall ist das jetzt mal erlaubt, ja? Das ist ja jetzt nicht illegal. Nee. So, die Tür oben hier ist wenigstens offen. Blöde Feuerwand, ey. Die hat überhaupt angezündet. Frechheit. Wie kann sich die überhaupt bewegen? So, und jetzt sind wir wieder in diesem großen Raum, allerdings oben. Und jetzt stirbst erstmal du. So, Bombe.
Jetzt können wir nämlich endlich zu den Goronen da unten hin und... Jawohl. Was denn? Ja, Link, ich kann nur deine Stimme von Goronen hören. Was du nicht sagst. Jetzt kommen wir endlich zu dem Typen hier. Zack. Und jetzt haben wir auch eine Abkürzung. So, jetzt nehme ich mir kackendreist erstmal die Schlüssel und dann spreche ich ihn an. Ich kann doch einfach ihn eiskalt stehen lassen, aber komm, so fies bin ich jetzt auch nicht. Hey, was? Du hast den Schlüssel genommen, von dem ich angequatscht hast? Was soll das denn? Okay, also, naja, egal, du bist mein Retter, also hör meinen Ratschlag. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Ach so, da hast du noch gar keinen Bogen. Na egal, dann verwend die Blume der Krone und du wirst doch diese Gegner bezwingen. Tschüss, Mann. Gegner, die mich attackieren, während sie tanzen. Das hier ist doch nicht Fortnite. Na egal. Obwohl, da kann man auch nicht angreifen und tanzen gleichzeitig. Geht das überhaupt? Nee, keine Ahnung. Ich spiele das ja nicht. So, diese Klettanimation ist jetzt so toll auf dem 3DS. Und ja, kaum weil ich den einen Raum hier verlassen habe, jetzt ist natürlich dieses Schneckmark hier wieder da. Dieselbe Version von Schneckmark, Leute. Und da, meine Magie ist darunter gefallen. Egal. Bin eh voll. Mit Magie natürlich. So, hier. Ups. Und aufpassen, dass wir jetzt nicht beim hier rumspringen diese Steinkugeln da berühren. Und jetzt haben wir noch den Goron da ganz hinten in der Ecke befreit. So. Und zack. Und übrigens, für die, die es eventuell nicht wissen, aber ich denke, das ist mittlerweile den meisten Zelda-Fans sowieso bekannt. In der ursprünglichen N64-Version 1.0, die wir Europäer ja nie gekriegt haben, wir haben, glaube ich, Version 1.2 bekommen, was man aber nicht wirklich erkennt, außer an einer wirklich sehr markanten Sache. In der ursprünglichen 1.0-Version von Ocarina of Time auf der N64, also quasi noch die japanische und auch, glaube ich, noch die US-Version, hatte der Feuertempel eine etwas andere Hintergrundmusik. Mit Gesang. Also jetzt nicht das, was wir jetzt hören, sondern komplett was anderes. Was? Du? Hä? Woher weißt du das, dass die da irgendwie andere Musik gemacht haben? Naja, egal. Findest du auf der Karte einen Ort, den du nicht erreichen kannst, versuch's mit der Ocarina. Tschüss. So, der hätte jetzt eigentlich voll flatsch nach unten fallen müssen. Aber der läuft durch die Luft. So, und nächster Schlüssel. So. Also, wie gesagt, diese ursprüngliche Hintergrundmusik, das ist der Vortempel, das ist der einzige Tempel, wo es eine andere Hintergrundmusik ursprünglich mal gab. Allerdings hat Nintendo das eben für den europäischen Release dann geändert und auch alle zukünftigen Versionen, also GameCube und hier 3DS und so, es wurde dann eben die Musik umgeändert auf das, was wir jetzt hier hören. Weil die ursprüngliche Musik hatte zumindest Nintendo nach irgendwie fast schon... Naja, sie waren halt der Ansicht, das klingt wie islamische Gebetsgesänge, also da hört man wirklich so irgendwie so ganz, ganz komisch. Also das könnt ihr euch auf YouTube anhören, es gibt sogar irgendwelche Leute, haben das auf jeden Fall hochgeladen, da könnt ihr mal reinhören, wie das wirklich klingt. Und apropos, jetzt haben wir hier doch noch unseren... Nein, das wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Nee, ich wollte eigentlich, Vogelscheuchenpolka wollte ich. Hä, wieso klappt denn das schon wieder nicht? Hallo, da oben kann ich doch. Da kann ich doch den rufen. Hallo? Nochmal. Ah, na also. So, das ist nur die Frage. Ich glaube, ich komme gar nicht mal an den ran. Mit dem... Oder? Komm ich? Ah, ne, komm ich doch. Haha. So. Haben wir ja schon die Vogelscheuchenpolka. Haben wir auch schon geholt. Er ist ja, wie gesagt, nur ein Verankerungspunkt für den Fanghaken. Mehr nicht. Und jetzt können wir auch noch hier rauf. Dann sind wir hier in einem komplett optionalen Bereich des Feuertempels. Allerdings gibt es hier eine Skulptur. Also ganz so optional jetzt auch wieder nicht unbedingt. Also hier müssen wir nicht um den Tempel durchzuspielen, aber
Die Skulti kommt natürlich mit. So, hier. Zack. Und jetzt habe ich nur ein Problem. Ich kann diesen Raum, der jetzt hier kommt, trotz alledem nicht komplettieren, weil... Ich zeige euch das trotzdem kurz. Ah ja, hier ist ja noch eine Skulptur da. Und zwar direkt hier. Alter, na, da will ich jetzt auch nicht runterfallen. So, noch eine Skulti. So. Also. Ihr seht, wie der Raum hier aufgebaut ist. Hier ist ein Schalter. Und der Weg hier ist ziemlich steil. Und an die Säule komme ich jetzt mit dem Fanghaken, was ich weiß, nicht ran, oder? Aber nee, komme ich eigentlich doch ran. Hä? Haben die das geändert? Kann man das jetzt auch so schaffen? Das Blöde ist nur, da oben, in der Truhe, wo es hier brennt, sind, glaube ich, 200 Rubine drin. Ich bin jetzt aber gerade komplett voll mit Geld. Das ist irgendwie ein bisschen kacke. Das heißt, ich will das mal kurz probieren. Ich glaube, das bleibt auch nicht lange an. Also, nicht lange aus, meine ich. Das bleibt nicht lange aus. Ah, nee, das geht jetzt. Ist ja geil, das geht jetzt, ne? Ist egal, scheiß auf das Geld. Na hier, 200 Rubine für nichts und wieder nichts, weil ich schon voll bin mit der Börse hier, aber... Das haben die aber billig mal geändert auf dem 3DS, weil früher, billig mein, war das noch so, dass du den Enterhaken gebraucht hast, um diese Säule zu erreichen, weil die zu weit weg stand. Und wenn du näher rangehen hättest wollen, dann wärst du schon wieder zurückgerutscht, weil das hier so steil ist. Also, zumindest habe ich das so in Erinnerung. Konnte ich den Raum jetzt gerade doch machen, na, umso besser. Ich habe nichts gesagt. Dann gehen wir wieder. Ich hätte schwören können, früher N64, da ging das nicht. Also da hast du definitiv den Enterhaken gebraucht, weil der Fanghaken ist ja nicht sehr lang. Das ist so ein kurzes Ding. Aber gut. Vielleicht haben sie es auf dem 3DS wirklich, dass sie die Säule ein bisschen weiter nach vorne getan haben. Irgendwie kann ja sein. Autsch. Egal, ich muss sowieso hier hin, ist ja völlig wurscht jetzt. Ich habe jetzt, was ich wollte. So, jetzt muss ich dann mal den Partner gleich beenden. Hier, so hier drüben können wir mal... Warte mal. Ist mal zu großer Risk. Da springe ich jetzt nicht rüber. Ich kenne mich ja, ich bin immer so schusselig, dass ich da dann garantiert runterfalle. Und das geht nicht. Das geht gar nicht. So. Schwupps. Jetzt kommt hier wieder dieses blöde Feuer, die Feuerwand. So, ich muss einfach nur darauf. Einfach nur darauf. So, ganz schnell jetzt. Los, 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 los. Und hopp. So. Ausgetrickst. Das Feuer kriegt mich nicht mehr. So. Jetzt haben wir hier einen Verbindungsgang. Jetzt geht's rüber auf die andere Seite des Tempels. Das ist übrigens der Tempel mit den meisten Stockwerken. Von allen. Und jetzt bin ich endlich hier. In einem auch wieder relativ großen Raum. Und Leute, das hier ist endlich... Na, wie sagst du schon... Herr Schau, hier ein Hund, ist das nicht der Raum, mit dem wir der Rune getroffen haben? So, ich glaube, hier wird mich gleich so eine blöde Feuerflamme angreifen. Genau, Stier. So. Also, gucken. Ja, du hast recht. Das hier ist endlich diese Steinsäule von oben. Allerdings haben wir noch immer nichts, um die da jetzt runter zu kriegen. Und hier ist jetzt wieder alles voller Feuer und Felsen, die rumrollen und so weiter und so fort. Also, ich glaube, hier werde ich jetzt mal schön den Part beenden. Und vielleicht bin ich im nächsten sogar mit dem Feuertempel schon wieder durch. Also, könnte sich ausgehen. Aber inklusive Bosskampf, naja, werden wir mal schauen. So, da oben komme ich auch noch nicht hin. Und hier sind jetzt auch ein paar Fake-Türen und so. Also, ich glaube, man muss das sowieso erstmal auf die linke Seite, weil rechts kommt man... Gut, bis zu der Tür da drüben kommt man, glaube ich, hin. Aber dann weiter dort hinten, da ist irgendwie... Es ist hier jetzt ein bisschen fast wie ein kleines Labyrinth auch. Aber Leute, das alles dann im... nächsten Part von Ocarina of Time 3D. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!